Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Die Wahl habe ich jetzt selber getroffen. Wir befinden uns, ich muss mal gerade gucken, dass ich hier gemutet bin. Jo, alles gut. Die Wahl ist dann doch auf dieser Map gefallen, weil alles andere haben wir getestet mit der anderen Welt. Ich weiß gerade nicht, wie sie hieß. Es ist alles viel zu umständlich. Warum meine ich jetzt eigentlich so rum? Ist viel zu umständlich und. Darum haben wir uns hierfür entschlossen. Wir, sage ich deshalb, ich zeige mal kurz, wir sind nicht alleine hier. Wir sind jetzt tatsächlich auf einem Server unterwegs. Und wir schauen mal, wo wir anfangen. Die beiden anderen bauen irgendwo da hinten. Da hinten, da werden wir gleich mal hinreisen. Können wir auch mal gucken, was die da so machen. Aber in erster Linie müssen wir mal gucken, dass wir was zu essen bekommen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ernten. Achso, hier ganz kurz zur Erklärung. Die Küche habe ich wieder hergestellt. Sieht ein bisschen anders aus, gebe ich zu. Aber es gibt für kein einziges Teil hiervon noch ein Rezept. Das muss ich erstmal raussuchen. Warum wird das jetzt... Naja. Hier gibt es dann noch Elektrogeräte, wo ich noch rausfinden muss, wie craftet man sie. Genauso hier ist auch wieder hergestellt. Ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme schon war. Hier ein bisschen Farbe. Nur wie gesagt, ich weiß nicht, wie man es craftet. Deshalb habe ich da so ein ganz klein bisschen betrogen eventuell. Aber wir gehen jetzt erstmal ernten. Dass wir hier ein bisschen was kriegen eventuell. Ich muss auch gucken, wie man Brot backt. Ich weiß es nicht. Erstmal hier ein bisschen was runterholen. Da vorne... Huch! Du sollst dich fressen, du sollst ernten. So. Dann, hier ist erwachsen. Alter, hör auf zu fressen, Mensch! Boah, ist ja verfressen, Alter. Könnten wir eigentlich auch ein paar neue anpflanzen. Dazu brauchen wir eine Hacke. Ich würde auch ganz gerne, erstmal einen Atlas machen, wenn wir die Materialien noch haben. Ich hatte ja in dem... Wer es nicht gesehen hat, es gibt noch ein Video dazu, warum und weshalb wir hier wieder spielen. Und da habe ich auch gezeigt, dass alle Sachen weg sind, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Hier unsere verzauberte. Warum ich jetzt zwei davon habe, weiß ich nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Wir haben alles doppelt. Warum haben wir alles doppelt hier? Hm, ich verstehe es nicht. Aber hier hatte ich schon mal geguckt, wegen Atlas Craften. Warum er mir das jetzt nicht anzeigt, weiß ich nicht. Muss ich das so machen? Hallo? Ach so. Schön, dass er mir das anzeigt. Wir brauchen ein Buch und einen Kompass. Ach du Schande. Nee, wir machen dieses hier. Warum geht das nicht? Empty Antique Atlas Buch und Kompass. Haben wir noch Sachen für ein Buch da? Natürlich nicht. Oh, ich habe gerade gesehen, wir haben auch noch Leder da drin. Ich weiß nicht, ob man bei den Büchern hier Leder braucht. Ich hätte jetzt vielleicht auch mal eine Waffe mitnehmen sollen und, achso, Karotten wollten wir anpflanzen. Ich hole mal eben ein bisschen Zuckerrohr. Wir spielen im Texture Pack, das ist ein älteres von der Honeyball. Ich gucke gleich mal eben, wie es heißt. Es ist irgendwas, Moment. Nur für die, die es interessiert. Resource Pack. Ja, das ist Xmas 1.0. Schlag mich tot. Kann man das nicht hier lesen? Nein. Ist auf jeden Fall relativ leicht zu finden, weil wir jetzt die Vorweihnachtszeit noch haben. Deshalb wollte ich hier unbedingt in einem Weihnachtspaket aufnehmen. Weihnachts-Texture Pack. Gott, warte mal. Man merkt, dass ich länger nicht aufgenommen habe. Aber ich glaube, das hat man in der Probeaufnahme auch schon gehört. Beziehungsweise in dem Vorstellungsvideo oder Fragevideo, welche Welt spielen wir. So, ich gehe jetzt erstmal hier den machen. Dann hoffe ich, dass wir hier wenigstens ein Blatt kriegen. Ja, schön. Ja, toll. Müssen wir anders machen. Ich habe gar keine Ahnung mehr von dem Spiel. So, Buch. Ach du Scheiße. Leere Schablone. Willst du mich verarschen? Leder und dreimal Seiten. Gut, machen wir halt so. Ach ja, Leder haben wir, glaube ich, noch hier. Ich weiß, warum ich es behalten habe. So, dann gehen wir wieder hoch. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr an die Workbench dafür, ne? So, und dann war das jetzt so, so, so. Buch, sehr schön. Dann brauchen wir noch einen Kompass. Den hatte ich nämlich auch verwahrt. Sehr gut. Geht das eigentlich von hier auch aus? So, und dann das Buch.
Und dann haben wir einen Atlas. So, wenn wir den jetzt aufmachen. Aufmachen. Dann sieht das so aus. Können wir hier mit dem Atlas, können wir hier Wegpunkte setzen. Add Marker. Hier, da ist das Village eingezeichnet. Sehr schön. Okay, hier machen wir mal hin. Mit Bettchen und wir nennen das Ganze mal Zuhause. So, fertig. So, und jetzt haben wir das Bett hier eingezeichnet. Jetzt muss man eben was gucken. Warte mal. Wir gehen mal eben hier raus. Ich muss ab und zu immer auf die Zeit gucken, weil wir werden kürzere Folgen drehen diesmal. So, kann man das... Ah, das ist schön. Okay. So, Essen haben wir mit. Reichlich sogar. Aber ich wollte mal eben gucken, wie man... Boah, ich muss jetzt immer hier rüberfassen. Wenn ich mal ab und zu lauter werde, liegt das daran, dass ich dem Mikrofon immer näher komme. So, Brot. Weizen. Ist doch normal. Was erzählt er mir denn? Haben wir noch... Haben wir noch Weizen? Blablabla. Meine ich, hätte ich auch ein bisschen was behalten. So, dann machen wir erstmal ein Brot. 1, 2, 3. Und Brot geht. Machen wir erstmal ein paar Brote. So, das kriegen wir nicht mehr hin, aber wir haben ein paar Brote. Was kann man denn aus den Broten machen? Zucchini-Brot, Bananenkernbrot. Oh, nice. Dattelnuss, also es gibt sehr viel. Feenbrot, Kürbisbrot. Kürbisbrot, was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine Backform. Ach du Schande, Ziegeln machen wir. Geheimes Tor. Montagebank? Alter, was? Bratpfanne? Eichenholzbretter? Was? Colored Eichenholzbretter. Machen wir das mal. Ich will das nur mal eben ausprobieren. Ne, pass auf, wir reisen erst rum und holen uns ein bisschen was zum Einsammeln. Dafür brauche ich jetzt allerdings erst wieder diesen hier. So, wir nehmen, das benutzt er erstmal mit, wir nehmen eine Axt mit, eine Schaufel, oh, das ist alles viel zu hoch, sehe ich gerade. Ne, doch, ist richtig. Oh, packen wir die Karotten mal hier rein. Ich weiß, ich wollte anpflanzen, habe ich eine Hacke? Ich habe kein Holz, okay, machen wir später. So, die Axt nehmen wir mit, die Schaufel nehmen wir mit, das Schwert nehmen wir mit. Und dann haben wir erstmal alles. Was ist das? Wir haben noch einen Ofen. So, dann werden wir mal ein bisschen reisen. Ich suche was Bestimmtes. Ich hätte gerne noch andere Bäume. Die werden wir jetzt erstmal suchen. Und werden uns auch gleich ins Discord noch ein bisschen einklinken. Aber wir werden jetzt erstmal reisen. Wir werden jetzt erstmal zu denen rüberreisen, weil ich weiß ungefähr, wo die sind. Boah, wie viel der frisst, Alter. Das ist doch nicht normal. Oh mein Gott. Und ich befürchte, es wird jetzt gerade dunkel. Ja, natürlich, wir reisen in die Nacht. Jetzt bin ich froh, dass hier ein bisschen eingeeist ist. Das heißt, wir brauchen nicht allzu weit schwimmen. Warte mal, wir mussten darüber. Ich habe mir gerade angeguckt, wie ich war mal kurz da gucken, da ist aber noch nicht viel gewesen. Wir fliegen jetzt, ja, wir fliegen einfach mal dahin, nee, ist klar. So, wir schwimmen einfach mal hier so quer. Ich meine, wir würden jetzt direkt drauf zukommen. Natürlich wird es jetzt Nacht. Aufnahme hat ja auch gerade begonnen, da kann es ja auch Nacht werden. Nehmen wir schon so lange auf? Oh Gott, ja. Okay, ich habe nichts gesagt. Wir sind 9 Minuten, dauert also ein Tag. Entschuldigung. Das heißt, dass eine Nacht auch 9 Minuten dauern wird. Wir können mal drauf achten. Ja, warte mal, wir sind knapp bei 10. Und ich muss husten. Ich muss mal gleich ganz kurz eben hier drauf. Eben hier drauf und mal ganz kurz husten. Sekunde.
So. Dann sollte das funktioniert haben. Und wir gehen weiter. Alter, was ist denn jetzt los? Alter, was hat der denn? Was spackt denn der so? Was ist das da oben? Ach, das ist der alte Tempel da hinten. Den wir irgendwann mal gefunden haben. Pass mal auf, ich mach mal den hier auf. Sieht schon relativ gut aus. Wie kriege ich den wieder zu? Escape. Gut, dass wir gerade auf Land so halbwegs in so niedrigem Wasser standen. Sonst wäre es das nämlich schon wieder gewesen. Ich kenne mein Glück. Nein, was wir suchen, sind auf jeden Fall Kirschbäume. Ich hätte unheimlich gerne Kirschbäume. Dass man da in die zu den Häusern auch ein bisschen Farbe bekommt. Wir werden auch den Weg noch ändern. Also wir werden sehr viel ändern. Wir werden das Lagersystem ändern. Aber dazu kommen wir ja später. Im Moment brauchen wir Kirschbäume und vielleicht noch ein paar andere Bäume. Gucken, was man so findet. Ich blubber hier gerade einfach vor mich hin. Aber wir haben Atlas. Das ist zumindest... Boah, ich muss schon wieder husten. Das ist zumindest viel wert. Ich wollte auch gerade mal gucken, wie teuer es ist, das Schwert zu reparieren. Weil das weiß ich nicht. Irgendwo hier hinten... Ach, das ist eine Spinne. Irgendwo hier sollten wir drauf zugehen. Wenn wir sie gefunden haben, werden wir sie erstmal auf der Karte markieren. Ach, irgendwie ist das wieder lustig. Das ist so ein total... Ne, so Gänsehaut-Feeling, das Spiel mal wieder so zu spielen. Macht Spaß. Es ist total cool. Ich habe mich da so drauf gefreut. Jetzt hat es... okay. Länger gedauert als geplant, weil... Ja, es mussten Dinge vorbereitet werden und, und. Und dann hat sich noch plötzlich jemand anders noch bereit erklärt. Warte mal, Creeper. Nein! Lass das. Ich hasse dich. Alter, was? Schön, dass wir die verzauberten Sachen wenigstens noch haben. Oh, Ferdis. So, wir schwimmen mal das Stück hier. Hier sollten wir... Ah, da ist die Brücke. Wir sind am Ziel angekommen, zumindest am Dorf. Das werde ich gleich erstmal markieren. Und der beschwert sich über meine Brücke. Aber er hat sich auch noch als Ziel gesetzt. Meine... Ist das... Kommt mir irgendwie bekannt vor. Meine Brücke zu verschönern soll er machen. Gucken, ob hier jemand unterwegs ist. Da ist ein Creeper. Ne, das ist kein Creeper. Alter, ich bin jetzt auf seinen Hut reingefallen. Dann schauen wir uns mal, da drüben steht ein Haus. Pass auf, wir markieren das mal eben erstmal. Wo sind wir hier? Da. So, setzen wir mal Add Marker. Nein, 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 warte. Alter, wie hässlich dieses Vieh ist. Ciao. Jetzt kriegt man hier Erfahrungspopel. Ich glaube, die hätte man sonst nicht bekommen für die. Ah, wir schauen mal, was die hier so machen.
ist ein Wolf im Wasser. Werwölfe, es gibt alles jetzt übrigens hier drin. Werwölfe, Golems. Ich möchte die Golems eigentlich gar nicht haben. Muss da nochmal mit jemandem handeln. Aber das Haus ist schön Doch, sieht echt schön aus. Da ist ein Creeper. Oh, oh, Creeper. Creeper, Creeper. Weg vom Haus locken. Erstmal hier weg, weglocken vom Haus. Oh, noch ein Zombie da aus dem Wasser. Guck mal, der ist am Sabbern. Ich weiß auch gar nicht, ob das Schwert jetzt so ein bisschen OP ist oder nicht. Keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall erstmal behalten, so es wird hell. So, und gucken wir mal, was die da oben so machen. Ja, ich glaube, es soll doch größer werden. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal ganz kurz, warte mal.